Ja, hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Conan Exiles. Wir schauen erstmal an diesem Morgen, was wir freischalten können. Wir haben 54 Punkte. Das ist doch schon mal eine ganze Menge. Da wir hier oben auf einem Plateau sind, ohne direkten Zugang zu Wasser, lass uns gleich mal den Brunnen freischalten. Da können wir hier oben dann Wasser schöpfen und unseren Trinkschlauch aufladen. Dann würde ich mal schauen, nicht bei Bau, nicht bei Dekoration, sondern hier bei Überleben. Da habe ich gesehen, könnten wir die Flüssigkeitspresse freischalten. Damit können wir, wenn ich mich richtig erinnere, aus Fischen Öl machen. Da müssten wir allerdings vorher mal ein paar Fischfallen aufstellen, was auch schon in den Kommentaren erwähnt wurde, was ich machen soll, was ich jetzt auch machen werde. Waffen, glaube ich, brauchen wir noch ein oder zwei Level, um die Stahlwaffen freizuschalten. Ich meine hier die Stahldolche, die brauchen Level 32. Wir sind 29, also noch drei Level. Dann können wir die freischalten. Was ich aber mal machen wollte, ist ein stumpfer Speer. Denn der macht auch solchen Bewusstseinsschaden wie der Knüppel. Dann wollte ich mir den einfach mal bauen. Wir können auch hier gleich mal Eisenpfeile freischalten. Und vor allem die... Moment, die Heilpfeile, kann man die noch gar nicht? Ah ne, die brauchen Level 38. Okay, dann dauert das noch ein bisschen. Gut, ich glaube, mehr wollte ich auch gar nicht. Rüstung. Moment. Wenn wir jetzt ein Pferd haben, dann müssen wir ja auch einen Sattel bauen. Sonst können wir das Pferd ja gar nicht reiten. Dann müssen wir die Werkbank des Sattlers noch bauen. Schalte ich die auch schon mal frei. Allerdings, das wird noch eine Weile dauern. Hier hat sich kaum was bewegt. Allerdings war bisher auch noch nicht viel Zeit vergangen. Wir haben das ja erst am Ende der letzten Folge reingemacht. Mal gucken, wie es nach dieser Folge ist. Können wir mal einen Blick drauf werfen. In der Zwischenzeit ist sie aber fertig geworden. Hier die gute Eda-Pfeilzahn. Mittlerweile wurde es auch bestätigt in den Kommentaren. Handelt sich um einen Zimmermann, beziehungsweise in dem Fall eine Zimmerfrau, falls es sowas gibt. Machen wir den doch hier rein. Oder sie. Und dann haben wir sofort, ich glaube sogar eine bessere Konversationsrate von Holz zu geformten Holz, oder? Nein, das ist natürlich nicht so. Das kostet jetzt 10. Wenn ich die hier rausmache, nö, ist keine bessere Konversationsrate. Aber vielleicht geht's schneller, das könnte sein. Okay, soll uns jetzt nicht weiter stimmen. Irgendeinen Effekt wird das schon haben, dass die jetzt hier an dieser Arbeitsstation ist. Wir schauen mal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall das geformte Holz, um daraus Fischfallen zu bauen. Man braucht aber noch irgendwas. Man braucht noch irgendwas. Es war Zwirn. Okay. Dann holen wir uns hier ein bisschen davon, von den Pflanzenfasern. Und das können wir dann, das wird dann automatisch zu Zwirn umgebaut. Ich mache mal direkt die Fischfallen. Wie viel machen wir denn? 3 Stück unten an Fluss? Wird ja wohl erstmal reichen. Ich habe ja auch schon Insekten im Inventar. Mir speziell dafür extra schon mal reingelegt. Denn die braucht man als Köder. So, 3 Fischfallen sind im Inventar. Den Rest vom Holz packe ich hier erstmal wieder zurück. Die Pflanzenfasern können wir auch zurückpacken. Und dann muss ich mal schauen, ob hier noch Holz ist. Normales Holz haben wir hier scheinbar nicht mehr. Da muss ich mal was suchen gehen. Ist hier noch was drin? 55. Ich muss noch diese eine Werkbank bauen. Weil nur aus der kann man den Brunnen machen, glaube ich. Oh, 40. Passt das nicht sogar? Ja, genau. Dann nehmen wir hier mal was raus. Machen uns diese Werkbank. Die können wir uns auch hier irgendwie mal reinstellen. So, genau. Hier können wir jetzt den Brunnen machen. Der kostet, ich habe noch gar nicht geschaut, 42 Eisenverstärkung, 300 Teer, 60 geformtes Holz, 60 Ziegel. Müssten wir vielleicht alles haben. Ich glaube, wenn, dann wird es an den Eisenverstärkungen scheitern. Aber haben wir auch genug. Da muss ich aber noch ein paar mehr bauen dann. Starten wir doch hier vielleicht noch ein paar an. Mach mal noch weitere 100. So. Dann nehmen wir uns die 60 Holz hier raus. 60 Ziegel. Oh, habe ich alles Teer schon verarbeitet hier? Nee, hier ist noch was da. Ich nehme mal lieber hier Teer raus. Und zwar ganz genau 85. Mal das und dann noch einen von hier. Dann ist jetzt ein bisschen was vom Stahlfeuer abgebrochen, aber nicht viel. Im Moment nützt uns das Stahl sowieso noch nichts, weil wir ja noch gar nichts Stahlmäßiges freigeschaltet haben. Da braucht man ja erstmal Level 60, Level 30 für.
So, alles rein. Dann können wir den Brunnen bauen. Einfach mal hier hinter die Lederei, hinter die Gerberei, meine ich. So, und der müsste sich jetzt über die Zeit langsam auffüllen. Da können wir dann immer unseren Trinkschlauch mit auffüllen und auch selber draus trinken. Das ist hier oben vielleicht ganz nützlich. Wenn man unten am Fluss ist dann und dort baut, dann ist das wahrscheinlich eher nicht so sinnvoll. Aber hier oben macht das auf jeden Fall Sinn. So, zum Schluss noch die Presse, die Flüssigkeitspresse. 50 Holz, 10 Zwirn, 10 Eisenbahnen. Da wird es jetzt wahrscheinlich am Holz, an diesen Holzteilen hier scheitern. Ich habe aber noch ein paar hier in der Kiste. Das aber nicht viel. Das wird erstmal nicht reichen. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Holz sammeln. Und dann können wir auch die Flüssigkeitspresse machen. Lass uns da erstmal runtergehen und die Fischfallen aufstellen. Schleppi, hast du genug zu essen? Ja, ich habe ihr wieder ein 100er Stack Schleimsuppe gegeben. Dann komm du doch mal mit. Und mir wurde gesagt, auch richtig und wichtig, dass wir ihr vielleicht noch einen Knüppel geben. Ich hoffe nur, sie bevorzugt jetzt nicht den Knüppel über dem Hammer. Denn wenn ich sie, wenn ich will, dass sie den Knüppel benutzt, dann würde ich halt ihr einfach den Hammer wegnehmen. Aber wir hatten ja auch schon andere Erfahrungen mit ihr gemacht. Folgst du mir jetzt? Oder stehst du da nur rum? Nee, sie folgt mir. Sehr gut. Dann lass uns erstmal runtergehen zum Fluss. Die Fischfallen aufstellen. Und wenn wir gerade mal da sind, dann können wir ja auch ein bisschen Holz mitnehmen. Damit wir dann auch die Flüssigkeitspresse bauen können. Und dann schauen wir mal, dass wir das Rad wieder auffüllen mit einem neuen Mitarbeiter, / Mitarbeiterin. Wollen wir die hinstellen? Wollen wir die hier hinmachen? Ja, oder? Da hinten sind immer Krokodile. Dann lass uns die lieber hier, falls das überhaupt geht. Nicht, dass das hier zu flach ist. Oh, ich kann die hier nicht aufstellen. Nee, scheint nicht zu gehen. Schleppi, mach mal was. Versuchen wir es mal hier noch. Ey, geht's hier wirklich nirgendwo. Dann versuchen wir es mal hier unten. Ja, hier ist es auf jeden Fall viel tiefer. Und hier müssten wir auch relativ easy rankommen. Der Weg ist nicht allzu weit. Probieren wir es mal hier. Das sieht doch auf jeden Fall optisch auch schon mal sinnvoller aus, oder? Ja. Das sieht gut aus. Okay, machen wir hier ein bisschen Insekten rein. So, die müssten jetzt, genau, die müssen jetzt hier quasi Fische produzieren, wenn man das so nennen will. Gut, lassen wir die mal arbeiten und nehmen uns hier ein bisschen Holz mit, damit wir noch die Flüssigkeitspresse bauen können, bevor wir dann loslatschen. So, halt das mal, sonst brauche ich ewig, bis ich wieder im Camp bin. So, einmal das Holz hier rein, dann bauen wir hier geformtes Holz draus. 61 kriegen wir raus. Das sollte auf jeden Fall reichen für die Flüssigkeitspresse. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los. Noch kurz was trinken, Essen habe ich noch dabei. Würde einfach nochmal hier oben gucken. Wir klettern aber diesmal einfach die Wand hoch, weil ich habe jetzt keine Lust hier nochmal den ganzen langen Weg zu rennen. Das war sowieso komplett sinnlos, weil wir können einfach die Wand hier hochklettern. Und wenn da nichts ist, dann nochmal in dieses große Camp hier reingehen. Und diesmal würde ich auch bis zum Ende gehen und mir am Ende hier diesen Obelisken holen, den wir später zum Teleportieren benutzen können, sobald wir das freigeschaltet haben. Okay, dann lass uns erstmal hier oben auf den Klippen gucken, ob da irgendwas ist, was sich lohnt mitzunehmen für unser Rad, was jetzt wieder leer ist. Und wenn da nichts ist, dann gehen wir nochmal ein Stück weiter. Ah, kommst du hierher? Du
kommst hier leider nicht her. Das ist schade. Bitte mal die Waffe ausrüsten. Danke. Oh. Das ist ja ungünstig. Aber ihr kommt hier nicht runter. Kann das sein? Oh, keine Pfeile mehr. Das ist schade. Träger 2, Träger 1 sogar nur. Brauchen wir auch nicht. Ja, das ist mies hier. Ich werde hier runtergepusht. Wir gehen mal hier hin. In der Hoffnung, dass wir hier nicht von anderen genervt werden. Schleppi, du kannst auch angreifen. Eieiei. So, Nachschubmaterialien. Herzlich willkommen. Da ist noch Bogenschütze. Eieiei. Ah, Gerber 2 muss nicht sein. Ja, aber 3 hätte ich ja gerne mitgenommen. Aber 2er brauchen wir eigentlich nicht. Zimmermann 1. Na gut, da haben wir ja schon die Level 4. Jetzt werden es langsam ein bisschen viele. Ja, schieß. Ach Gott, du versteckst dich hier im Busch. Okay, Zeit sich zu heilen. Irgendwie habe ich zu wenig Tränke mitgebracht. Ja, vielleicht essen wir erstmal was. So. Haben die hier irgendwas fallen lassen? Leider nein. Gab's hier nicht immer eine Kiste, ja? Hier. Ah. Naja. Okay, schade. Hätte gedacht, vielleicht ist hier irgendwas Level 3-mäßiges unterwegs. Dann gehe ich erstmal runter, hole noch meine Tränke und dann gehen wir in das andere große Camp nochmal rein. So, hier ist doch jede Menge Zeug. Menschenfleisch brauchen wir nicht. Dann können wir doch gleich mal die Nachschubmaterialien hier aufmachen. Das gab jede Menge Holz. Okay, sehr gut. Machen wir das gleich hier rein. Und verarbeiten das zu mehr geformten Holz. Oh, dann auf ins große Camp. Vielleicht finden wir ja nochmal einen Level 4er. Da ist noch dieser Außenposten. Rüstungsmacher 1. Braucht man nicht. Okay. Jetzt eigentlich Pfeil, oder? Wir haben einen Pfeil. Geil. Das ist ja super. Na, dann kommt ihr doch vielleicht mal her. Ihr seid zwei Bogenschützen. Und da ist noch einer. Na, super. So, greif mal den an, Schleppi. Ich krall mir den Bogenschützen dort. Oh, er ist direkt ins Wasser. Ja, das ist ja mies.
Komm, Schleppi, Angriff. Ah, so macht man's. So, raus mit dem Menschenfleisch. Das brauchen wir überhaupt nicht. Was ist da für einer? Ich habe keine Pfeile. Doch, ich habe einen Pfeil. Ich schwöre, ich habe einen Pfeil. Super. Oh je. Hey. Koch 1. Jo, ich kann keinen Schaden machen an dem. Ist auch gut. Dann nehmen wir erstmal die Bogenschützin hier. Hey, jetzt kommen aber ganz schön viele hier. Oh. Da kommt das halbe Camp. Sehr gut, sehr gut. Und weiter geht's, Schleppi. Angriff. Und der ist auch weg. Immerhin benutzt Schleppi ihren Hammer. Und nicht wie beim letzten Mal, dass sie dann anfängt, mit irgendwelchen Quatsch zu kämpfen. Aber wahrscheinlich lag es einfach an dem Schild, was ich ihr gegeben habe. Scheinbar hat sie einen Fetisch für Schilder. Oh, eine Silbermünze. Schleppi, nimm mal ein bisschen was ab. Haben wir wieder Pfeile? Ja. Oh, wenn ich die jetzt an... Kann man hiermit nicht interagieren sogar? Du hast neues Talent erlernt, Safari-Banner bauen. Okay, jetzt wissen wir auch, wie das geht. Das ist ja auch ganz wichtig. Ah, oh, das sind schon wieder Bogenschützen. Verdammt. Schleppi, mach mal die Bogenschützen weg. Kämpfer 3, na, Kämpfer brauche ich nicht unbedingt. Oh, Schleppi, Angriff. Bam. Neue Pfeile. Ach, den kann man alles mitnehmen. Schleppi kann das ja tragen. Vielleicht sollten wir ihr wieder was geben, weil ich bin schon wieder fast überladen. Du auch die Rüstung? Ja, nimm mal auch die Rüstung. Die können wir später noch in die Demontagewerkbank machen, um da ein paar Sachen rauszubekommen. Ein paar Materialien. So. Was macht die da? Sonnt die sich? Ist das eine Bogenschützin? Ja, natürlich ist es eine Bogenschützin. Angriff, Schleppi. Oh, das Tänzer, Kämpfer 3 und Gerber. Okay. Holy shit. Schleppi, mach mal was. Alles klar. So geht's.
das will ich alles haben, außer das Schild. Oh, das ist auch alles gut. Nice. So, jetzt auch gleich eine Truhe. Oh, Kriegsbemalung, haha. Können wir alles nehmen, außer das Banner. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Da ist gleich auch noch eine Truhe. Oh, mit Eisenbahn. Immerhin. Komm, Schleppi, nimm das mal. Das ganze Zeug. Kann ich alles nicht tragen. Oh Gott. Die sind so in die Landschaft integriert. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Komm. Guck mal näher. Näher dann nicht. Dann lass halt Schleppi angreifen. Oh, okay. Jetzt bin ich gleichzeitig fertig. Oh, jetzt kommt noch mehr. Camper 3. Ehre. So, jetzt nur noch der hier. Oh, was ist das? Hurricane. Emote. Sehr gut. Oh, jetzt werden es aber langsam ein bisschen viele hier. Wir lassen das mal Schleppi machen. Oh nein, jetzt kommen die her. Verdammt. Ja, kommt mal alle her. Kommt mal her. Ist das Koch 1? Ja, 1. Einser Koch ist nicht gerade von Vorteil hier. Bogenschütze 3 und Kämpfer 3 bin ich ein bisschen am überlegen, ob das ein bisschen für die Verteidigung der Base Sinn macht. Aber dafür ist es vielleicht noch ein bisschen früh. Wir sind noch lange nicht im Bereich von der ersten Purge. Da braucht man das alles noch gar nicht unbedingt. Nehmen wir mal alles mit. Wir sind ja eh gleich durch. Da hinten ist das Camp ja schon zu Ende. Muss jetzt ja auch Sachen liegen lassen. Weil Schleppi auch kaum noch Slots frei hat. Wir können ja mal die Tierhaut geben. Die war so schwer. Hab ich nicht gesehen, weil die in der obersten Reihe war. Ja. So, jetzt noch eine Kiste. Ui, hier ist ja einiges drin. Das nehme ich alles mit. Außer vielleicht die blöde Axt und die Maske. Das brauche ich nicht. Hier war noch eine große Kiste. Oha, ein Entermesser. Das probiere ich mal aus. Hier ist auch Pulver der Verderbnis. Hier ist Rohasche drin. Geil. Das hat sich ja gelohnt. So. Dann gehen wir mal weiter. Da hinten sind noch welche. Kurze Bandage anlegen, dann geht's weiter. Rüstungsmacher 1. Was haben wir hier noch? Zimmermann 1, Kämpfer 3. Okay, alle weg. Komm, Schleppi, einmal mitten rein mit dem Hammer. Das schaffst du doch gar nicht. So, hier lag doch noch eine Kiste rum. Genau, es war doch wieder so eine große. Mit Pulver der Verderbnis, bisschen Blut. Ach, das können wir alles mitnehmen, außer die blöde Kerze. Ja, die können wir, selbst die Kerze können wir mitnehmen. Das gab doch jetzt einiges an Material. Da hinten sitzt noch ein Bogenschütze. Ich hoffe, hier sind nicht mehr so viele Gegner. Da wäre sogar noch eine große Kiste.
Ui, was ist das denn? Kämpfer? Oh, die ist ja... Aber es ist halt wirklich nur ein Kämpfer, also... Brauche ich eigentlich nicht gerade. Und ich glaube, die sind standardmäßig immer hier in dem Camp. Also wenn wir damit davon mal irgendwas einsammeln wollen, dann können wir die jederzeit von hier holen. Ich glaube, die sind garantiert immer hier hinten zu finden in diesem Camp. Was haben wir denn hier noch? Waffen, Langschwert. Schön, schön. Steinschwert brauche ich nicht. Ja, ich gucke vielleicht noch einmal durch. Aber ich denke, wir haben... Ach, hier ist noch eine kleine Kiste. Nee, die hatte ich schon. Okay, ich denke, wir haben alles. Dann lass uns noch kurz den Obelisken holen. Dazu müssten wir hier irgendwie... da nach ganz oben... Ich denke, hier wäre eine ganz gute Idee. Das ist auch eine sehr gute Idee, das im Dunkeln zu machen. Kann halt gar nichts sehen gerade. Macht das hier gerade nur nach Gefühl. Ich glaube, ich bin oben. Ehre. Ja. Und da kommt auch schon die Corruption. Will ich jetzt gar nicht haben. Aber wir haben den Obelisken erstmal gefunden und aktiviert. Das heißt, wenn wir uns dieses Teleportationsteil, ich weiß Gott gar nicht, wie das mehr heißt, diese riesige Karte, die man bauen kann, wo man dann zu den Obelisken teleportieren kann, sobald wir uns die bauen, können wir uns jederzeit von dort hierher teleportieren. Das heißt, das wird dann allerdings erst interessant, wenn wir mal irgendwie umgezogen sind hier nach oben. Aber so haben wir es schon mal und müssen hier nicht nochmal herkommen. So, dann rennen wir jetzt vielleicht mal einen anderen Weg zurück. Vielleicht stolpern wir noch über ein paar Dafari-Camps, wo vielleicht noch ein Level-3-NPC von irgendeiner Profession anwesend ist. Ich glaube, hier waren wir auch noch gar nicht, oder? Hier gibt es ja auch noch irgendwas zu sehen oder zu lernen, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest haben wir das hier schon mal entdeckt. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Ich glaube, hier hinten an den Zelten gab es irgendwas. Irgendwelche Emotes oder was? Naja. Kitanischer Tanz erlernt. Das ist wichtig. Und einmal Flusswachtlager, was irgendwie komischerweise neuerdings immer leer ist. Ich habe noch in Erinnerung, dass die hier eigentlich NPCs sind, aber neuerdings sind hier nur noch Hyänen. Aber immerhin gibt es hier noch eine Kiste mit ein paar Materialien. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganzen Hygienen da machen will. Wenn hier sowieso keine NPCs sind, dann hat das ja wenig Sinn, oder? Ich glaube allerdings, dass hier unten noch ein NPC-Camp ist, wo wir noch nie waren. Vielleicht können wir da mal vorbeischauen auf dem Rückweg. Oh, ein Babykätzchen. Weiß, die kann man mitnehmen und ins Tierpferch tun und dann zu Hyänen großziehen, zu so Tierbegleitern. Allerdings haben wir noch kein Tierpferch. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube, die Hyänen sind gar nicht so gut als Kampftiere. Okay, also scheinbar hier oben drauf. Ob ich hier hochklettern kann? Na sicher doch. Ja, hier ist doch ein Camp. Sehr gut.
Das lief ja nicht so gut für dich. So, wir sind Level 30, habe ich gesehen. Jo, gerade aufgestiegen. Absolute Ehre. Dann können wir jetzt das bessere Rad der Schmerzen und alle Stahlwerkzeuge freischalten. Mit dem kommt auch eine neue Keule, eine Eisenkeule, die natürlich viel besser ist. Rohlederfesseln und die Werkbank eines Folterers. Schalten wir das frei. Am besten auch gleich die Eisenwerkzeuge, wenn wir schon mal dabei sind. Stahlwerkzeuge meine ich. Ah, das gibt eine Stahlsichel, Stahlaxt, Stahlpickel und ich glaube, es gibt auch ein Kombinationstool aus Spitzhacke und Axt, allerdings Stufe 43. Naja. Wir können auch die ganzen besseren Crafting-Stationen freischalten. Hier die Gerberei, dann den verbesserten Ofen, verbesserten Schmied, den verbesserten Feuerschalenkessel, verbesserte Zimmermannswerkbank. Soweit so gut. Erstmal. Was bist du für einer? Kämpfer 2, weg damit. Kommt die nächste. Kämpfer 1. Gar kein Interesse. Das Schild, das schmeiße ich gleich raus. So. Da hinten sind noch zwei. Hier ist noch ein Bogenschütze. Da kann sich Schleppi drum kümmern. Oh, kommt schon der nächste. Oh, das waren die Dolche. Ah, zur Not tut's auch das kleine Schwert. Doch, da kommen ja noch zwei. Und jetzt brauche ich auch noch einen Trank, bevor wir hier weitermachen können. Oh, guck mal, Rüstungsmacher 3. Nee, Schleppi, komm mal her. Mach mal nicht. Den nehmen wir mit. Koch 1 muss weg. Oh, fuck. Alles kriege ich die weg, ohne den anderen zu... Sieht so aus, als ob ich das schaffe. Okay, pass auf. Schleppi, gib mir mal den Hammer. Dann kannst du den mal angreifen. Mit dem Knüppel bitte. Ja, Ehre. Scheiße, jetzt bin ich überladen. Muss mal was rausschmeißen. Holz, irgendwas, ist egal. So. Jetzt brauche ich meinen Knüppel. Dann machen wir jetzt zu zweit weiter. Geht auch schon viel besser. Auf jeden Fall guter Tipp, Schleppi mit einem Knüppel auszurüsten. Hab ich vorher noch nie so gemacht, aber klappt echt gut. Okay, cool. Dann, wo sind die Fesseln? Hier. Du kannst jetzt deinen Hammer wieder haben. So, finde ich noch das wieder, was ich hier rausgeschmissen hatte. Hier war erstmal noch eine Truhe. Hier, Schleppi, nimm mal ein bisschen was ab. Hier, oder? Ach, das war nur so ein Entermesser.
Das Dumme mit den Fesseln ist halt, man darf nicht anfangen zu klettern, sonst sind die sofort weg. Das heißt, auch an so einer Wand runterrutschen, das funktioniert halt nicht. Muss ich halt so schauen, dass ich hier ohne Fallschaden möglichst, oder mit möglichst wenig Fallschaden hier runterkomme. Dann funktioniert das. So, jetzt bist du hier drin, Rüstungsmacher Level 3. Hier ist aber kein Essen mehr drin so richtig. Aber ich hatte ja schon was vorbereitet. Was? Nicht das. So. Ja, ich glaube... wie geht denn das? So, genau. Zu guter Letzt, lass uns noch die Flüssigkeitspresse bauen, was wir sowieso machen wollten. Hier haben wir das Holz dafür. Stellen wir die auch hier einfach außen ran an den Stall oder so. Und hier können wir dann unsere Fische reinmachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da kommt dann Öl raus. Wie weit ist das Pferd? Naja, ich werde das Spiel mal noch ein bisschen laufen lassen. Vielleicht noch ein bisschen Holz und Stein hier sammeln. Und weitere Ziegel produzieren, ein bisschen Holz produzieren, damit wir hier in der nächsten Folge flüssig weitermachen können. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch die Serie gefällt, lasst den Daumen nach oben da, würde mich freuen. Und für mehr Videos, abonniert gerne den Kanal. Dann bin ich jetzt mal raus für diese Folge. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.